Servus, hier von der Fabrik Wenschitz. Ja, sie befindet sich in Alhaming auf 3 Stockwerken. Hier ist das erste Stockwerk, unten befindet sich das Erdgeschoss und noch ganz weiter unten das Untergeschoss. Ja, und Konditorei Wenschitz ist bekannt für den längsten Schokobrunnen der Welt. Wir sind da gerade hinter dem längsten Schokobrunnen der Welt. Bauzeit 2700 Stunden, da fließen 1500 Kilogramm Schokolade herunter auf 12,3 Meter, also so lang ist der, ja, und 3 Tonnen Gewicht hat er. Die Schokolade, die da oben fließt, kann man natürlich nicht essen, weil die rennt die ganze Zeit runter, die wird wahrscheinlich jetzt noch nichts mehr schmecken. Ja, und das ist so eine Milchschokolade, würde ich mal sagen. Es ist keine dunkle Schokolade, eher so bräunlich, hell. Also eher würde ich auf Milchschokolade tippen. Ja, das ist der erste Stock, da kann man den längsten Schokobrunnen der Welt gut beobachten. Also es ist der größte und längste Schokobrunnen der Welt, steht da in Alhaming bei uns in Österreich. Ja, und unten sieht man noch auf den Lift, also es gibt einen Lift vom Untergeschoss bis ins Erdgeschoss, zum ersten Stock nicht mehr, darum ist es möglich, dass ich da jetzt am Dach des Liftes umeinander spaziere. Unten gibt es dann noch den Shop, wo du Schokolade kaufen kannst, im Erdgeschoss. Und am Ende der Führung, da kannst du solche Führungen machen, kannst du selbstverständlich auch Schokoladen kosten. Ja, und Wenschitz ist ja ganz bekannt eben für den Schokobrunnen und ich würde jedem seine Führung empfehlen, weil man kann dann halt am Ende Schokoladen kosten, verschiedene Arten, man erfährt alles, wo die Schokolade ursprünglich herkommt, welche Sorten das gibt und noch ganz viel mehr von der Schokolade selber. Ja gut, so schaut nun mal der Schokobrunnen, der längste und größte der Welt aus. 12,3 Meter aufgrund seiner Schräge. Mir ist er nämlich vorher gar nicht so lang vorgekommen. Aber 12 Meter kann schon hinkommen. Ja, so schaut nur mal der Shop aus da vorne. Gut. Und dann sage ich schon wieder Servus und bis zum nächsten Mal.